Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Wir haben in der letzten Folge das Raster oder der Raster betreten mit Sora und ja, das sieht hier ein bisschen anders aus wie in Kingdom Hearts 2. Ein bisschen dunkler, ein bisschen leuchtender, so finde ich. Und ja, wir haben so drei Leute getroffen, nachdem wir von so ein paar Leuten abgehauen sind, die voll unhöflich waren und uns angegriffen haben. Wie können sie es wagen? Können sie es wagen, böse zu sein? Und ja, wir haben Sam, Flynn und Quora den drei Leuten, die wir getroffen haben, zugestimmt, hier ein bisschen zu helfen. Und ja, dafür müssen wir Tron irgendwie fertig machen, welcher jetzt irgendwie Rinzler heißt. Und ja, da steht es auf: Verfolge Clues Kampfschiff im Solarsegler. Okay, muss ich irgendwas machen? Schon ein bisschen her, seit ich hier mal war. Nein, du lädst hier nichts auf. Kann immer noch sein, Leute. Naja. Warte, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Oh, sehr gut. Da kam Katzenbombe, ey. Voll schrecklich. Okay, war ja nicht eine Truhe irgendwo. Ach ja, was ich machen wollte: ein paar Geister erstellen. Ich habe ein paar neue Rezepte bekommen. Ich habe nachgeguckt, dass ich hier ein paar Sachen herstellen kann. Warte mal, habe ich nicht so ein Schaf schon? Nö, okay. Kann ja nicht schaden, die schon mal herzustellen, damit ich weiß, was die für Sachen und so alles haben. Kann ich das nicht irgendwie so nachschauen? Nee, ne? Immer dieses Schaf herstellen. Ja, tun immer nur das Nötigste natürlich benutzen, anstatt hier noch mehr Sachen, noch mehr Rezepte einzupacken. Da können wir am Ende machen, um den Rang von einigen Viechern zu erhöhen. Ach ja, Name. Ein Schaf. Wie wäre es mit... Das erste, was mir wieder eingefallen ist, Mary. Anspielung an Mary Nightmare von dem Manga You Make Your Mary, oder auch Mary, nee, in der deutschen heißt er Mary Nightmare. Nee, warte mal. Ja, Mary Nightmare. Hab die Mangas hier liegen, deswegen konnte das so ganz schnell nachgucken. So, dann tun wir das Ding mal herstellen. Wir tun die erstmal jetzt nur herstellen, damit wir die überhaupt haben, damit wir die Fähigkeiten irgendwie zur Verfügung haben. Erst ganz am Ende des Spiels werden die, weiß ich nicht, die höheren Rängen oder so, ach ja, Name, hergestellt und so. So, Schnecke. Schnecke. Nennen wir dich... So. Gonzales. Wieso geschrieben, oder? Ich glaube, Speedy Gonzales. Keine Ahnung, das erste, was mir eingefallen ist, ist Speedy, aber ich habe schon Mary, Speedy, Plautzi, alles so mit I oder Y irgendwie am Enden. Also ja, kommt mir ein bisschen unkreativ vor, deswegen muss ich ein bisschen Abwechslung rein haben. Alle mit A, außer du. Oh, ein bisschen A. Alle mit E, meine ich. Boah. So, kann ich irgendwie... Nein. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Aha, So, ich nehme mal an, diese roten Fähigkeiten... Oh, Trotzkopf. Sind Sachen... Na, bei ihm brauche ich aber Immunität. Wir schon... Level 12, geil. Du hast Eisgar, Medica, HP, und so. Du hast feste Dinge und so. Nehmen wir dich. Hier haben wir an, diese roten Fähigkeiten sind Sachen, die ich auf ewig habe, wenn ich die einmal gelernt habe. Aber jedenfalls möchte ich das mal herausfinden. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf solche Fähigkeiten. Außerdem ist Trotzkopf eine Fähigkeit, die ich unbedingt brauche im Laufe des Spiels. So, oh, das ist gut.
Es gibt echt keinen Grund, nicht Trotzkopf hier zu haben. So, aber erstmal brauchen wir Erfahrungspunkte mit dem Ding. Werde ich mit Rico wahrscheinlich auch noch dabei haben. Ach, Mann. War sehr gut. Boah, ist ein geiler Konter. Ja. Wieder werde ich von irgendwo abgeschossen, während ich mich um andere Leute kümmere. Ja. Ich hasse es, wenn Spieler machen. Ja, du bist hier, genau. Boah. So. Hi, wer bist du denn? Auf damit. So, wir stürzen sowieso gleich. Also, machen wir gleich noch ein bisschen kämpfen. Ja, boah. Lass mal Ruhe, hör damit. Dann können wir endlich mal mit Rico hier reingehen. Mal gezogen mit dem Ding. So, wo muss ich denn überhaupt hin hier? Ne, von da komme ich, ne? Ja, dann müssen wir da rein. Gehen wir schon mal rein. Dreieck und Kreis gedrückt. In Solarsegler, warum nicht? Stimmt, jetzt schon wieder in irgendeinem Story-Kampf bin und den beim nächsten Mal schon wieder neu machen. Das ist oft passiert. Das ist mir, als ich das Spiel privat damals gespielt habe, nicht passiert. Was ist das cool irgendwo? Nein, okay. Flüstert! Oh Mann, war das nicht Ruhe. Gut. Wegblocken. Glocke angeführt von vorne mit Viereck, um die Sturzzeit zu verlangsamen. Ja. Ja, Mann, das bekommen wir irgendwann so oder so, aber kann doch nicht schaden, das jetzt schon mal zu haben. So. Erstes, was wir ja machen mit Rico, ist Gonzales mit in die Truppe nehmen. Ja, da. Damit er schön Dingenzieher Trotzkopf lernen kann. So, nur schon fast alles. Oh mein Gott. Nehmen wir dich raus und tun Plauzi rein, damit du Immunität schon mal hier hochleveln kannst. So, gucken wir mal. So, es gibt also auch andere Sachen. Sehr gut. Hoffentlich gibt es auch LP-Blocken wieder. Gut. Nein, da möchte ich nicht rein. Ich möchte in der Raster. Wir haben 0% aller Schätze. Ach so, das wird für jeden Charakter. Okay, da haben wir 100%. Das wird für jeden Charakter einzeln. Gut, dann rein in der Raster. So hätte ich eigentlich Kingdom Hearts Birth by Sleep Let's Playen sollen. Ich hätte jeden Charakter, weiß ich nicht, jede Welt irgendwie so einzeln aufnehmen müssen. Mit jedem Charakter. Innerhalb der Zeit und ein Watt. So. Oh Gott. Oh Gott. Wir beeilen uns mal ganz schnell. Oh Gott. Aua. Ja, kein A-Rang, habe ich so Gefühl. Oh Gott. Auch damit. Ich weiß nicht, wie die Farben funktionieren im Spiel, ne? Also, ich wollte jetzt rot sagen, dann wollte ich blau sagen. Aber die Dingens, die grünen Sachen, zeigen mir sozusagen den Weg, wo ich hin muss. So, wenn das nicht A ist, oder? Ach, verdammt! Oh, muss ich noch mal mit Rico das hier machen. Aber zum Glück nicht so schwer mit, als wir mit Sora. My clothes. Is this world special? A dream eater. No. Let's see how this plays out. Schauen wir mal, wie Rico hier auf die
Leute in dieser Welt hier reagiert. Another stray. Was soll er? Hätte sich ja gleich mit reintragen lassen können. Boah, ich muss mit Zora nochmal zur Welt. Von Glück nach Notre Dame. Ein Schatz. Name Sam. I'm Riku. Where are we, Sam? We're on the grid. Ja, der Raster. Ist das grammatisch korrekt? Oder ist das ein Übersetzungsfehler? Ich würde sagen, das ist korrekt, weil so Übersetzungsfehler gab es bisher noch nicht so groß in Kingdom Hearts. Only a precious few are granted light cycle battle privileges. You gonna explain why it's so lucky? I'll show you. How hard can it be? Mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Was muss ich überhaupt machen? Mal schauen. Ich mache einfach mal den hier und ja, es hat sogar geklappt. So ein Grund wusste Rico sofort, was er machen musste. Wahrscheinlich den Film gesehen. Nutze Waffe und das Band, um den Lichtern einer Schäden und Gegner aus dem Weg zu räumen. Ja, das kann, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. So. Achso, ich muss wechseln. Ich wusste irgendwie nicht, dass ich springen konnte. Und mein Gegner. Okay, wo ist das? Kann mich nicht beschleunigen oder so. Warum genau darf ich jetzt hier Rennen fahren? Das war eine Belustigung oder was? Auf. Jetzt ziehen wir mir so gut wie nichts ab. Nur ob das so interessant ist wie beim ersten Tron, diesen Gleitern, war noch mehr ikonisch, fand ich. Ah, du komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Sehr gut. Ich kann nicht gleichzeitig schießen und springen. Ach, geh weg. Ah, Gott. Okay, ich tu ein bisschen beschleunigen. Geh weg, geh weg. Dann muss ich das hier noch machen. Und AP sind auch nicht unendlich. Hier und einfach ab. Okay. This. Praying Mantis. Dass der angedüst kommt. Ja, werde ich dann bestimmt einmal verrecken, ne? Okay, war gut. Ja, schieß mal links.
Also da werde ich beim ersten Versuch schon schaffen. Oh ja. Wenn ich wieder hinter mir kommen, aber viel gemütlicher. Boah. Ja, beschleunigen, das war eine sehr gute Idee. Ah, jetzt müssen wir hinter mir aufzeichnen. Wir hätten ruhig ein paar Sekunden da bleiben können, ne? Ne, der kommt direkt wieder vor mir. Mach ich schon wieder beschleunigt. Geh weg, bleib gleich. Oh weh. Yeah. Na komm. Geht gut. Und zack. HP höchstwert erhöht. Haben wir langsam mehr Deckkapazität. So hat schon 6 Angriffe. Ich glaube nur 5. So, können wir jetzt hier raus? Ich denke, ich habe genug Entertainment für einen Tag. Ein Herz, ehrlich? Das Loch war geformt wie ein Herz. Warum? Das ist auch voll Klischee in diesem Spiel. Riku! You made it. You escaped from the games. Yeah. I know a way off the grid. Wanna come with? No. You go ahead. Wait. What's the way out? Through the portal. Portal? Yeah. It's like a gate that opened when I came here. Once I'm back in the real world, I can delete Clue. And then... then my dad will be able to come home. Your dad? He vanished. 20 years ago when he came here to the grid. But because he needed to protect his disc from Clue, he went into hiding. He's been trapped there ever since. But I'm gonna change that. I see. Sam, you mind if I go with you after all? To the portal? Sure. I'll take what help I can get. But first, there's somebody I need to meet. He's in the city. So, Sora begleitet also Koa und wir begleiten Sam. Vater und Sohn. I tried to get back, but I couldn't get to the portal. It uses massive power and it can't stay open forever. And like a safe, it can only be open from the outside. It closed on me, Sam. That's why I never came home. So the portal, it activated when I came in. So it's open now. Not for long, only 1 millicycle. About 8 hours. So we go now. We go home, we make a run for it. We get you Sam, out of here. Don't rush. What do you mean, don't rush? The portal's gonna close. My disc is everything, Sam. It's the master key. The golden ticket. The way out. And not just for me. What do you mean? Our worlds are more connected than anyone knows. Clue figures if I can be in... he can be out? With my disc, it's possible. And then what? Game over. The guy doesn't dig in perfection. What's more imperfect than our world? I can't let that happen. I won't. So what do we do? Nothing? It's amazing how productive doing nothing can be. Clue is planning something. We've known that for a while. It's his game now. The only way to win is not to play. Yeah, well, that's a hell of a way to live. But it is a way.
Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes. That's great, Dad. Keep telling yourself that. Good night, Sam. Okay. Ich kann schon so folgen, was passiert hier, aber ich glaube, es wäre irgendwie besser gewesen, wenn ich den Film kennen würde. Für mich sieht das bisher nämlich noch so aus, als würden die versuchen, irgendeine richtig ernste Geschichte hier zu erzählen. Aber es ist trotzdem immer noch Kingdom Hearts. Wir sind nur auf der Durchreise in dieser Welt, also versuchen die irgendwie die Geschichte viel ernster zu machen, als das Spiel zulassen kann. Deswegen kommt er immer so komisch hier rüber. Okay, wer schießt die ganze Zeit? Jedes Mal. Ich will auf irgendwann losgehen und irgendwann besser von euch. Schießt mich die ganze Zeit ab. Hey, kümmert euch doch mal um meine Traumfänger hier. Du schießt nicht immer auf mich. Meine Güte, ey. Was haben wir hier? Erstmal. Noch mindestens 3 gegnerische angefüllt. 2, oh Gott. Nee, ihr seid schon wieder voll im Bar. Okay, sehr gut. Ach man, ihr blöden Viecher, ey. Was macht denn fertig? Nein, der darf nicht in seinen Dings rein. Und zwar gerade sehr praktisch, weil ich wegblocken habe. Ich muss auch meine Sturzanzeige ein bisschen senken. Oh, der ist schon wieder. Warte mal von euch. Kann ich hoffentlich verblocken. So, au, was so. Komm. Wurf. 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 So. Was jetzt, hä? Wurf. Oh mein Gott. Auf den Arm nehmen. Wellenreiter. Warum ausgerechnet die? Was macht der da hinten? Der lädt irgendwann auf. Oh Gott, der Mörser ungefähr. Aber hau den kaputt. Ikarus. Oh. Versuch mal, das muss ein bisschen mehr abziehen. Ja. Das ist schon wieder dieser komische Stil. Oh ja, oh, schon wieder getroffen. Ich will nicht auf die blöden Dinger, ja. Wenn ich hiervon nicht irgendeine Belohnung kriege, ne? Warte, wer ist denn da? Da ist noch ein Gegner aufgetaucht, der voll viel aushält. Du sollst mal die fertig machen, ey. Alter! Gonzales ist hingefahren. Nein, nicht Gonzales. So, du bist erstmal weg. Ja. Lass uns Ruhe. Ja, komm her. Sind die so stark schon? Nein, sie auf mich. Ich glaube nicht auf Vampi los, ey. Ja, der ist schon wieder beinahe verreckt. Also, Dreck. Alter. Seiten schon wieder welche aufgetaucht. What? Sag mal, ich finde das langsam echt genug hier. Boah, wie viele Kombos ich brauche, um den zu erledigen.
Ja, Wellenreiter ist kacke, ey. Will ich nicht einsetzen. Alter. Mir noch mal einen Gefallen und stirb endlich. Alter. So, oh mein Gott, ey. Der hält jetzt wieder aus auf Lauf. Nee, nee, gut. Alter, total. Warum sind die so stark, ey? Ich krieg kein verdammtes Ding dafür. Boah. Oh Gott. Ja, hat sich nicht gelohnt. Der war heftig. Lass mich aber ein Rezept haben oder so. Gar nichts. Boah. Oh Gott, ey. So. Oh, dein Panzer ist weg. Oh, guck mal, wie er hinterher rennt. Ist er traurig. Oh, dieser Mann. Er kommt nicht da durch. In der Stufe. Ist auch nicht traurig. Und zack. So ein Level up, Abwehrwert. Okay, nehme ich. Wo ich Abwehr, glaube ich, mit Zora in dieser Welt brauche, weil der Boss in dieser Welt mit Zora ist wahrscheinlich einer der stärksten Story-Bosse in ganz Kingdom Hearts. Finde ich. Das ist nur meine Meinung, ne? Na, die Frage ist jetzt, von wo bin ich gekommen? Und da. Ich bin noch von nirgendwo gekommen bisher. Hallo? Okay, wir schnappen uns hier noch hoffentlich alle Schätze erstmal. Hi. Oh. Also bei der Luft einsetzen, sehr gut. Ich glaube, da wusste ich aber. Also damals wusste ich jetzt auf jeden Fall. Werden. Dann mit den Leuten los. Ist mich da hoch? Wie? Häufig. Dann zahlst du einfach nur so da durchrollen. Es wäre nichts, wie du wärst ab. Ja, so. Also ich brauche ein paar Level. Und mit 14 sollte man ja ehrlich gesagt anfangen, die Welt zu besuchen, ne? Weil das war irgendwie vorgegeben, ja. 14. Komischerweise erreiche ich immer das Level erst am Ende der Welt, das mir vorgegeben wurde. Nächste Welt ist, glaube ich, vorgegeben Level 18, ne? Wahrscheinlich habe ich am Ende dieser Welt. Nee, da kann er nicht. Ja, bestimmt Level 18 oder so am Ende dieser Welt haben. Ich bin ja jetzt schon Level 14. Das sieht der Klosch war, glaube ich, 12, ne? Vorgegeben so als Level. Also müsste ich ja eigentlich ist mal gut im Rennen sein. Am Ende von Lassige Klosch hat sich erst Level 12. Diese Welt nie im Leben so kurz, dass ich hier nur zwei Level bekomme. Oh Gott. Und zack. So. Mal hinterlassen. Ja, tatsächlich so war. Große Truhe? Nein, kleine Truhe. War eine große Truhe mit Zora.
So, what? Wo kommst du denn her? Ah, weg da. Weg da. Ich will da hinten hin. Gehe wahrscheinlich vollkommen falsch, aber was soll's. Das ist der Ort, glaube ich, wo man mit Sora startet ist. Glaube ich. So, war da irgendwas? War sogar echt was. 30 Minuten haben wir schon. Nein. Ich habe keine Zeit für euch. Geht weg. Aha, gut. Da ganz unten müsste irgendwo ein Speicherpunkt sein, ne? Und das ist eine Herausforderung. Drei Angriffe im freien Fluss aus. Na, machen wir halt noch schnell. Was? Wo ist der Fisser, ey? Das kann doch noch ewig dauern hier. Was? Was ist das denn? Kuchen. Kuchen! Ist auf Kuchen ein. Aber du bist das. Die Schnabulisierer, du. Nein, ihr macht schon wieder das, ey. Ich krieg die Kriege. Ich dachte schon wieder sehen, ey. Ja, komm. Nicht so viele, bitte. Na, bleib stehen. Komm her. Komm her. Da liegt noch was. Ah, sind wir noch nicht fertig. Da oben ist noch einer. Oh, sehr gut. Da war es gut aufgezeichnet, wunderbar. Rezept bitte. Ja, dein Rezept gibt oder nicht, ich mache sowieso alle davon. Schon irgendwann angezeigt, ob ich alle habe, ne? Kein Rezept. Boah. Okay, irgendwo hinten muss der Speicherpunkt sein. Glaube ich. Schwester, so riesig aus, ne? Da ist eine riesige Truhe und da musste ich sogar hin. Nein, kill some time till I get back. Beschäftige mich, ey. Ich soll mich beschäftigen. Was? Glad I get to fight more than boredom. Okay. Ich würde sagen, den Kampf machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bleibe mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.